Moinsen Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder mit einem richtig, richtig coolen One-on-One-Gameplay. Ja, Lieben, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, habe ich mir hier den Ford F-150 gegönnt. Ich muss wirklich sagen, rein optisch ist dieses Auto ein absolutes Biest. Ich würde sagen, heute testen wir den Ford 150 und gucken einfach mal, wie er sich spielen lässt, beziehungsweise wie er sich so ein One-on-One schlägt. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und du darfst jetzt noch in die Kommentare schreiben, ob du auch den Ford 150 schon gekauft hast. Und by the way, er ist bis zum 28. Februar im Itemshop. Ich würde sagen, wir sehen uns im Video. Bis gleich. Bevor das Video losgeht, möchte ich euch noch kurz auf meinen Hauptsponsor aoea.com hinweisen. Hier könnt ihr mit Echtgeld alle Rocket League Items, die es in Rocket League gibt, kaufen. Mit dem Code AGTV unterstützt ihr mich und bekommt noch 6% Rabatt auf eure Bestellung. Schaut rein, es lohnt sich. So Freunde, let's go hier an dieser Stelle. Wir spielen gegen Pavi, okay? Ich bin gespannt, wie sich das Auto fahren lässt. Er gewinnt hier den Kickoff. Mal gucken, ob ich den Boost kriege. Den kriegt den Boost. Er probiert es hier noch. Okay, er geht nicht Boost holen. Wir faken hier. Vorbei. Und rein die Olga. Rein die Olga, würde ich jetzt hier an dieser Stelle sagen. Let's go. Ich wollte gerade Uschi sagen. Okay, gut gefaked hier. Ich habe den Ball nicht so hoch gekriegt, wie ich eigentlich wollte. Aber hat ja gereicht. Ja, sollte nicht gefährlich sein. Sieht auch nicht gefährlich aus. Wunderbar. Er geht drauf. Was macht er? Was macht er hier ohne Boost? Probiert ihr hier hinzukommen? Jetzt habe ich halt dementsprechend Boost. Schade, schade. Hat sogar fast funktioniert. Jetzt lege ich mir mal den Ball hoch und probiere mit dem Auto zu dribbeln. Jetzt komme ich hier noch hinterher. Aber jetzt wird das gefährlich und da habe ich Glück. Boost-Pads sammeln. Und ich touch den Ball. Und der kommt natürlich perfekt für mich jetzt hier. Gucken, ob ich ihn weiterleiten kann. Klappt nicht. Und er panikt. Das heißt, ich hole mir Boost. Okay. Er war gar nicht da und ich flieg. Das war einfach nur ein dummer Fehler von mir. Jetzt machen wir Druck. Mal gucken, ob er den Ball wegkriegt. Und ich hau den rein. Okay, okay, okay. Ich warte quasi auf seine Fehler. Er ist halt überall. Und man muss halt gucken, dass man immer ein bisschen Abstand hält, dass er dich nicht boomt. Weil wenn er dich boomt, ist das ein Tor, weil er halt überall ist. Deswegen ein bisschen aufpassen. Und dann kontrolliert spielen, wenn es halt geht. Hier fliegt er. Touch. So, und jetzt gucken wir mal. Hier hat er natürlich nicht die Möglichkeit, den Ball so zu kontrollieren, wie er das will. Und was macht er hier? Geht er? Ich touch ihn, ich komme durch. Ich touch ihn. Flick. Let's go. 3:0. Cleanes Ding hier auch wieder. Ist nicht einfach gegen ihn. Er geht halt auf alles und ich muss halt irgendwie auch mal pushen. Und das hat jetzt hier in dem Fall funktioniert. Kickoff macht er gut. Jetzt gehe ich mal gucken, was er macht. Okay, Glück gehabt an dieser Stelle. Und dann panickt er. Und jetzt habe ich die Möglichkeit hier entspannt Boost zu holen. Jetzt probiere ich mal durchzuziehen. Macht er gut. Aber ich habe ja noch genug Boost, um den Ball hier zu treffen. Und da kommt er durch. Das war eine schlechte Shadow Defense von mir. Viel zu niedrig. Hätte ich höher springen sollen. Hätte ich auch so gekriegt. Muss ich ehrlich sagen. Absolut schlecht gemacht von mir. Aber so ist es halt. Wir machen weiter. Kickoff gewonnen. So, und dann gehen wir zum Masti. Und da geht das Ding rein. Let's go an dieser Stelle. Ist schwierig zu machen, schwierig zu treffen hier. Ihr seht, lasst mir Zeit. Er steht im Tor. Und ja, da kann man halt auch mal einen Masti machen. Sehr gut. Also erstmal mit diesem Auto direkt ein Masti. Let's go. Kickoff gewonnen. Machen wir nochmal einen. Doch nicht. Okay, alles gut an dieser Stelle. Ich habe Boost. Er kommt jetzt hier schnell. Das heißt, ich muss mich beeilen. Muss aufpassen, dass ich nicht boome und ich boome ihn. Er ist zu hoch. Ich habe es gespürt, dass er zu hoch ist.
Oh nein, oh nein. Ich krieg Boost, ja, ich krieg Boost. Und das war's mit ihm. Das war's mit ihm, 5 zu 1, Leute. Und ja, sehr gut, sehr gut. So gutes Match von mir. Ich passe mich halt ihm nicht an. Das heißt, ich probiere auch dementsprechend trotzdem schnell zu spielen, obwohl er mich die ganze Zeit probiert zu chasen. Hier seht ihr es weiterhin. Ja, und dann hat er jetzt keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Klick mir den Ball vor. Zack. Zack. Ah, oh, das war dumm. Eigentlich wollte ich den Ball in Richtung Tor treffen. Der könnte reingehen, aber macht das nicht. Seht ihr, er will mich boomen. Er ist halt überall. Ja, aber den kriegt er nicht rein. Oh, den kriegt er doch rein. Nice. Schönes Ding auf jeden Fall. Habe ich nicht erwartet. Er hat ihn wirklich tatsächlich richtig durchgedrückt. Ja. 5-2, 1 Minute 20. 3 Tore, das ist noch zu wenig. Wir faken, dass wir rübergehen. Holen uns Boost, das ist wichtig. Und holen jetzt auf der anderen Seite auch noch Boost. Wo ist er? Da ist er. Jetzt gehen wir mal hoch zum Airdribble. Ne, lass mal's. Wir spielen safe. Hoch den Ball. Und probieren da reinzukommen. Das ist jetzt natürlich schwierig. Das ist natürlich problematisch jetzt. Macht den? Er macht den nicht. Gott sei Dank. Glück gehabt an dieser Stelle. Ja, ist sehr aggressiv. Wichtig ist, dass ihr halt euch überhaupt bewegt. Er geht ja gerade auf alles. Ich glaube, jetzt hat er auch nicht mehr wirklich Lust. Das merkt man auch. Hier warten wir, was er macht. Spielen wir den Ball nach außen. Ball geht in die Mitte, oder? Mal gucken, ob wir den dementsprechend... Ich habe keinen Flick mehr. Ich habe keinen Flick mehr gehabt. 20 Sekunden, Leute. Der wird ein spielen. Okay, er gibt mich Boom, aber bringt ihm gar nichts. Bringt ihm absolut gar nichts. Ja, ich glaube, er hat aufgegeben irgendwo. Und jetzt hier noch... Das letzte zur 6-2, Leute. An dieser Stelle, erstes Match ist gut gelaufen. GG's und wir gucken mal, wie es weiterläuft. Let's go ins nächste Match. So, Freunde, let's go. Zweites Match gegen Pavi. Wir haben eine Revanche. Wir haben eine Revanche. Wir gucken mal. Oh, er kriegt den Boost. Da hätte ich vielleicht mir doch den Boost holen sollen. Da geht der Ball jetzt rein, weil er Boost holen geht. Obwohl er Boost hat. Nein. Den macht er. Den holt er gut. Okay, also er bleibt sehr aggressiv, er ändert sein Spielstil nicht. Der gute alte aggressive Pavi ist wieder zurück. Okay, okay. Er kriegt ihn wieder raus. Das gibt's doch gar nicht. Er ist sowas von aggressiv, Leute. Ein Touch, komm aber nicht hin. Macht er gut. Okay. Glück gehabt, denn ich hatte keinen Boost. Ich bin tatsächlich ohne Boost gewesen. Was macht der Pavi? Und ich warte, bis er landet. Und jetzt geht er aber rein, oder? Nein, auch nicht. Also er holt hier jeden Ball raus. Gefühlt. Und das macht er gut. Mal gucken, ob er ihn macht. Den macht er nicht. Und jetzt geht der Ball aber diesmal rein. Da fällt er diesmal rein. Okay, also er spielt sehr, sehr aggressiv. Muss man wirklich sagen. Da tue ich mir auch schwer. Ihr seht's. Er ist überall. Wichtig ist jetzt, dass ich die Kickoffs nicht verkacke. Er holt sich Boost. Wichtig. Mal gucken, ob der reingeht. Also er ist wirklich überall und sehr schnell. Ich würde jetzt nicht sagen, er ist ein langsamer Spieler, aber er ist wirklich, wirklich, wirklich sehr schnell. Wie er die Bälle dann noch safet und so. Sehr gut, ist okay. Da habe ich verkackt, da habe ich mich gerade verdreht. Glück gehabt. Extremer Fail hier von mir. So, 12 Boost. Was die Fake. Flick. Let's go, let's go, let's go. Schön. Schön. Guter Fake hier.
Hier der Musty Fake. Dann der Boost. Also dieses Boost-Pad, wo ich mitgenommen habe. Und dann den Ball ins Lattenkreuz. Da kommt selbst er nicht hin. Wir haben 7 Torschüsse, erst 2 Tore. Da seht ihr mal auf jeden Fall, wo ich auf jeden Fall trainieren muss. Also ich muss da auf jeden Fall gucken, dass ich beim Kickoff auf jeden Fall auch ein bisschen Gas gebe, weil er gewinnt jeden Kickoff gerade. Er wird jetzt pushen, das weiß ich. Ich habe mir quasi sein Spielstil gemerkt. Ah, macht er klug. Macht er klug. Touch. Boostpad vielleicht. Let's go. So, und jetzt habe ich hier wieder die Möglichkeit, irgendwas zu machen. So, und da gehen wir jetzt hoch, würde ich sagen. Wieder Musty Flick. Fake. Ich mag den Musty Flick, genau so, wie ich den immer mache. Schöner Touch. Wir haben Zeit. 1 Minute 48. Gucken wir mal, ob er ihn kriegt. Ja, er kriegt ihn. Ah, ich dachte, er boomt ihn. Deswegen bin ich schnell zurück. Und. Guter Block von mir. Und ich glaube, der ist drin. Let's go, Leute. 3:0. Er hat keine Chance. Er hat keine Chance. Man sieht, ich habe doppelt so viel Torschüsse wie er. Aber ein Kickoff holt er immer. Ja, das ist natürlich wahrscheinlich kein Boost. Ich schätze jetzt einfach mal, aber er macht das ganz stark. Ihr seht, das ist genau das, was ich gesagt habe. Er ist ein extrem schneller Spieler. Er ist unglaublich schnell. Und Kickoff wieder verloren. Ich habe 8 Boost, jetzt warten wir einfach mal. Und jetzt macht er das gut. Und ich glaube, er hat gelesen, dass ich nur 8 Boost habe. Und das ist dann halt natürlich bei 1 Minute 3:2 oder 3:0 vorne gewesen. Jetzt 1 Minute noch 3:2, das ist belastend. Da muss ich jetzt wieder Gas geben. So nicht. Probieren hier dementsprechend ein bisschen Gas zu geben. Das ist alles Zeit, wo er opfert. Das ist zu viel Zeit, die er opfert. Das ist wichtig. Oh, verdammt, genau da. Ich war ja extra zur Seite, dass ich nicht geboomt werde. Was macht er? Er weiß genau, dass er keine Zeit hat. Wobei 35 Sekunden sind extrem lang an dieser Stelle hier. Und da kommt der Flick. Ball geht noch nicht rein. Aber jetzt geht er rein. Und das ist das 4:2 gegen ihn. Let's go. Perfekt geflickt. Wichtig. Gut abgewartet. Und dann kommt der Flick, als er angreift. Gutes Timing. Und jetzt kriege ich auch noch den Ball hier an dieser Stelle. Ja, meistens greifen die gleich an. Deswegen flicke ich da einfach mal auf Nummer sicher. Wir gehen den Ball nicht blocken. Vielleicht noch zum Schluss noch einen schönen Musty, aber der geht nicht rein. Und an dieser Stelle würde ich jetzt sagen, es ist vorbei, oder? Ja, einmal wird ihn jetzt noch machen. Aber bringt ihm ja gar nichts. Bringt ihm nichts an dieser Stelle, Leute. Schöne 2 Matches. GGs an dieser Stelle. Hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich bei euch. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst euch einen Daumen nach oben da und ein Abo. Ich würde mich freuen. Sehen uns dann dementsprechend im nächsten Video. Bis bald. Euer AngezocktTV.